Das Friedersdorfer Mühlenfließ ist ein kleines, nordöstlich von Berlin gelegenes Fließgewässer, das in den vergangenen Jahrzehnten vermehrt langanhaltende Niedrigwasserphasen aufwies. Seit den 80er Jahren treten während der Sommermonate immer häufiger Perioden ausbleibender Abflüsse auf. Diese sind zum Teil durch ein vollständig ausgetrocknetes Flussbett entlang großer Fließabschnitte gekennzeichnet. Ziel des TP19 ist die Verbesserung des Wasserdargebots im Einzugsgebiet. In der ersten Projektphase wird ein Konzept zum Wasserrückhalt erarbeitet, das sich zunächst auf den Oberlauf des Gewässers konzentriert. Dieser Fokus ergibt sich aus der Tatsache, dass allein im Oberlauf der Abfluss generiert wird, der im Mittel- und Unterlauf für ein ausgewogenes Wassermanagement benötigt wird. Dieses von der DAI, WASI und ihren Projektpartnern erarbeitete Konzept stützt sich auf 4 Säulen. Die erste Säule ist der Ausbau des Pegelmessnetzes, um eine noch bessere Kenntnis der hydrologischen, aber auch hydrogeologischen Verhältnisse im Einzugsgebiet zu bekommen und auch um das Messnetz zu verdichten. Die zweite Säule ist die flächenhafte Grundwasseranreicherung. Dabei sieht die Maßnahme vor, Wasser aus einem nahegelegenen See auf eine Versickerungsfläche zu verbringen, dieses Wasser dort zu versickern und durch diesen Sickerprozess das Grundwasser anzureichern und entsprechend den Basisabfluss zu stärken, der dann in den Sommermonaten dem nahegelegenen Vorfluter zur Verfügung steht. Die dritte Säule ist der Wasserrückhalt. Hier im Speziellen der Wasserrückhalt in der Buchholzer Heide. Da ist das Ziel, über ein geregeltes Wassermanagement von Wehren in den Wintermonaten das Wasser auf diesen Flächen einzustauen, zurückzuhalten und während Trockenphasen in den Sommermonaten dieses Wasser dann gezielt wieder dem Abfluss zur Verfügung zu stellen. Wichtig hierbei ist, dass die Thematik des Hochwasserschutzes immer berücksichtigt wird, sodass also ein Überlaufen der möglichen Einstauflächen definitiv immer vermieden werden kann. Die vierte Säule des Konzeptes ist die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen anhand eines Grundwassermodells. Wir verwenden hier das Grundwassermodell FEFLO. Mit diesem bilden wir das gesamte Einzugsgebiet ab und versuchen im Vorfeld über die Modellrechnung zu ermitteln, welche Maßnahmen die größte Wirkung haben, welche Maßnahmen hydrologisch unwirksam sind und entsprechend dann auch aus dem Konzept herausgenommen werden können. Die DHI, WASI und ihre Partner sind zuversichtlich, im Rahmen der Projektlaufzeit den Entscheidungsträgern und verschiedenen Interessensgruppen im Einzugsgebiet des Friedersdorfer Mühlenfließes ein Konzept zur Verfügung gestellt zu haben, das zu einer nachhaltigen Verbesserung des Wasserdargebotes beitragen wird.